Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine offene Telefon-Talkshow für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, das ist Theresa und ich denke gleich an Orlowski, aber sie ist es nicht, die Frau Orlowski, sondern meine Theresa, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo. Theresa Orlowski. Na, das passt vielleicht schon ein bisschen in mein Thema. Ist es wahr? Mein Thema ist Intimrasur bei Männern. Da stehe ich total drauf. Intimrasur bei Männern? Ja, genau. Also da bin ich total, weiß ich auch nicht. Also jetzt besonders klar bei meinem Freund, weil ich es anders noch gar nicht irgendwie jetzt großartig kenne. Aber ja. Also machst du das bei deinem Freund? Oder? Ja, so, das hat so angefangen. Das Witzige ist, ich habe meinem Ex-Freund, also das war vor 2 Jahren, genau, ich war bis vor zwei Jahren mit meinem Ex-Freund zusammen, und der war total behaart. Also der war wirklich, bis auf dem Rücken war der Beine, Arme, Oberkörper, also ganz behaart, und das hat mich auch nie gestört oder so, da habe ich mir nie was bei gedacht. Ja, und dann habe ich jetzt meinen jetzigen Freund kennengelernt und er hatte halt mir irgendwas angedeutet, so ob ich mich nicht mal rasieren möchte, also ich mich selber oder er bei mir da so. Ja, und da hatten wir eines Nachmittags nichts zu tun und dann hat er sich einen Rasierer geschnappt und hat mich total kahl geschoren, mehr oder weniger. Überall? Rundherum und überall? Genau. Ja. Und da war ich dann so empört drüber und habe einen Rasierer geschnappt und habe dann ihn auch total kahl rasiert. Ist ja natürlich auch ein sehr schönes Vorspiel, ne? Ja. Und ich habe das erst gar nicht so realisiert, aber lass mich fragen, du hast es ihm auch mit einem Trockenrasierer gemacht, mit einem elektrischen Rasierer. Das funktioniert doch gar nicht. Man muss doch erstmal die längsten Haare abschneiden. Ja, es gibt ja irgendwie mit diesem Langschneideteil, also bei diesem Trockenrasierer. Aber da kann man doch so schnell ein bisschen daneben schneiden und in diese zarte Haut des Mannes irgendwie. Ja, du musst ja auch vorsichtig sein. Du musst also erst, klar, oben den Teil, diesen unempfindlichen. Oben ist klar, aber unten? Ja, das hat er dann nachher selbst gemacht. Also er hat so weit, wie es ging, ich habe auch nicht alles gemacht, aber danach ist er halt duschen gegangen direkt. Aber ich bin sicher, dass du eine sehr zarte Hand hast und das sicher wunderbar machen kannst. Ja, also ich habe halt so weit, wie es ging. Ja. Und es war natürlich schon ein großer Unterschied, weil wenn man bis jetzt so ein gutes Stück halt ganz normal behaart ist und dann nichts mehr da ist, dann ist das schon ungewohnt. Ich habe es erst gar nicht so realisiert, weil dann sind wir beide duschen gegangen und er hat sich dann halt nochmal richtig rasiert, also den Rest nochmal wegrasiert, ich auch. Und dann war er ganz nackt unten. Ja, genau. Also war auch nicht ein bisschen oben noch, es war rundrum babyglatt. Also komplette ist, war halt nichts mehr. Und da hat es bei dir Klick gemacht. Oh, als ich das gesehen habe, also ich weiß auch nicht, das war... Da hast du gesagt, wow, ist das geil. Genau, also... War es denn dann auch geil in der Körper-zu-Körper-Berührung? Ja, also das war ein riesiger Unterschied. Ich habe mir das erstmal 2 Stunden lang angucken müssen. Ich habe da wirklich davor gesessen und so nur geguckt. Also so gar nicht erstmal angefasst, zwar danach, aber ich habe es erst mir nur mal anschauen müssen. Ich war so fasziniert. Und fasst sich ja auch schön an, ne? Weil es so weich ist. Und klasse. Theresa ist ganz aus dem Häuschen. Seitdem, wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt... ein Jahr ist es jetzt. Ein Jahr, du bist mit dem Freund noch zusammen? Ja. Ja. Und nun kann ich mir vorstellen, was ihr beiden in steter Regelmäßigkeit macht, nämlich ihr rasiert euch gegenseitig. Ja, das auch. Also wir machen es entweder halt alleine oder auch zusammen oder gucken gegenseitig zu. Also das ist schon... Und das ist jetzt, hat dir so eingeschlagen bei dir, dass du sagen würdest, nie mehr Sex mit einem Mann, der einen Urwald da unten rum hat? Ja, also ganz so krass würde ich vielleicht nicht gehen. Ich würde aber sagen, also in der, also man kann ja auch zum Teil, also manche oder viele Männer machen es ja auch irgendwie zum Teil oder ein bisschen so gestutzt und so. Mhm. Da würde ich dann vielleicht noch sagen, müsste ich mich wieder dran gewöhnen, aber komplett nie mehr. Nee, ich glaube, es würde mich gar nicht mehr anmachen, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe schon mal in die Zukunft jetzt. Ich hoffe, dass du mit deinem Freund noch lange zusammen sein wirst. Aber wenn du irgendwann mal nicht mit ihm mehr zusammen sein wirst, lernst du einen Jungen kennen und deine erste Frage wird dann sein... Bist du rasiert unten ganz? Ja, ich glaube, da müsste ich ihn langsam darauf hinarbeiten. Also da würde ich dann schon, also ich achte eigentlich, also
so sonst Ansprüche stelle ich eigentlich, ja klar, also auch schon gepflegtes Aussehen und aber also da habe ich auch schon drüber nachgedacht, denn also das würde wirklich ein Problem werden, aber ich bin mit meinem Freund so glücklich, also da denke ich eigentlich so. Wollen wir gar nicht dran denken. Nee. Es ist aber so, dass ihr euch immer ganz glatt rasiert. Es werden nicht so Spielereien gemacht, dass man irgendwo so ein Lockchen hängen bleibt oder dass da was raussprießt an einer Seite oder sowas, das nicht. Also das macht er bei mir. Also sagen wir so, ich rasiere mich nicht komplett, weil das finde ich dann irgendwie, weiß ich nicht, das gefällt mir nicht so gut, ihm gefällt es auch nicht so gut. Also bei mir halt so teilweise und halt mal mehr oder weniger, je nachdem. Es ist noch lustig, wenn was mehr weg ist, das kann ja auch mal passieren. Also bei dir ist so ein kleines bisschen, so ein Dreieck oben noch zu sehen? Ja, genau. So, ja. Ganz, also ganz wenig. Schön, ja. Und halt bei ihm gar nichts. Und so soll es bleiben? Ja. Oh, ja, auf jeden Fall. Kannst du dir denn noch immer vorstellen, dass du damals mit Freude mit deinem Ex geschlafen hast und Sex hattest, der so vollkommen stark behaart war? Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, weil es ist irgendwie, weiß ich nicht, es hat für mich gar keinen Stellenwert mehr, weil es war zwei verschiedene Welten. Ich weiß auch nicht. Wie oft macht ihr das, damit es immer so schön glatt bleibt? Ja, wir haben also eine Wochenendbeziehung, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, also am Wochenende bestimmt ein, zwei Mal mindestens. Ein, zwei Mal, ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon, es ist, also muss ich sagen, also wenn er kommt oder so, dann, also wenn ich weiß, dass er jetzt am Freitag oder so kommt, dass ich das dann auf jeden Fall also vorher noch mache, weil also mir gefällt es selber auch nicht. Mhm. Und dann. Also, da hat eine junge Frau eine richtige Leidenschaft entdeckt. Ne? Ja, so kann man nämlich die Leidenschaft für ganz nackte Männer. Ja. Letztendlich, und, ne? Und es gibt also gar nicht viele Frauen, die da, also ich habe bis jetzt auch schon mal versucht, irgendwie mich umzuhören oder so. Ich habe keine kennengelernt, die das auch hat. Also, die jetzt darauf steht. Bei Männern ist das immer verständlich. Also, wenn man Männer fragt, ja klar, Haare, um Gottes Willen. Aber wenn man irgendwie so... Ich habe auch schon gehört von Frauen, die dann geantwortet haben, ach nee, da stehe ich nicht so drauf, das machen doch nur Schwule. Echt? Ja, habe ich auch schon oft gehört. Oh. Ja. Was natürlich völliger Unsinn ist, ne? Ja, wie du nun selbst erlebt hast, ne? Ja, nee, also wir müssen alle noch viel toleranter werden. Alle Männer sollen sich rasieren, wenn der Sinn danach steht. Und die Frauen finden es vielleicht doch, die eine oder andere, auch ziemlich geil. Ne? Ja, doch. Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit meiner Leidenschaft, also jetzt in so einer alleine bin. Ich habe wirklich mal rumgeschaut im Internet. Ich habe also alle möglichen Stichwörter eingegeben. Ja. Es kam höchstens irgendwas mit Frauen oder ich bin auf Schulenseiten. Gute Idee. Wir nehmen dieses Stichwort jetzt mal auf und ich frage euch, meine Mädels, die ihr hier zuschaut und zuhört heute Nacht, wie steht ihr dazu? Mögt ihr Männer, die rasiert sind unten? Wenn ja, wie sollen sie rasiert sein? Oder wenn ihr es nicht mögt, warum mögt ihr es nicht? Und du bleibst dran, Theresa, und hörst zu, was die Schwestern dann noch so sagen. Auf jeden Fall. Okay. Und ich wollte noch ein ganz großes Lob aussprechen. Danke. Ich war damals, also als ich noch in Köln gewohnt habe, war ich bei dir auf dieser Buchvorstellung, also der Buchlesung mit der Hella. Ja. Zusammen und ja, ich glaube, du kannst dich nie mehr an mich erinnern, aber du konntest meinen Namen so schlecht schreiben, weil ich habe nur einen Spitznamen dahinter ja gesagt. Aha, wie und ist der Spitzname? Miep. Aha, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Wir, die Hella und ich, wir haben so viele Bücher signiert im Laufe der Zeit. Ja. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber da kann also, ich habe dich auch schon mal gesehen mit meinem Freund zusammen. Also, aha. So hätte ich das damals schon gewusst, dann wäre die Fantasie ja mit mir durchgegangen. Also, Tira, schönen Gruß an deinen Freund und du bleibst jetzt bei uns und hörst zu. Mache ich auf jeden Fall. Okay. Okay, tschüss. Gabi, 50 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Gabi. Morgen. Ich grüße dich. Einer schlechten Leitung, aber ich hoffe, wir schaffen das. Was ist dein Thema? Hallo, ist die Leitung jetzt besser? Fang mal einfach an. Wie ist dein Thema? Gut, ja, mein Thema ist eigentlich Frühlingserwachen einer Herbstzeitlosen. Und zwar hat sich im letzten Jahr mein Leben vollkommen verändert. Mhm. Ich war also 23 Jahre verheiratet. Wir hatten auch beide schon zusammen gesprochen, 1997, wo es mir ganz schlecht ging, wo mein Mann von heute auf morgen ohne Medikamente wegging. Mhm. Falls dir das jetzt noch irgendwie was sagt, ich hatte dann auch sehr lange noch mit der Elke gesprochen. Mhm. Und ja, mir ging es einfach sehr, sehr schlecht. Ich hatte mich dann noch mal gemeldet nach 6 Wochen, dass er dann doch so gefunden wurde und eigentlich bloß zu einer anderen Frau ging. Mhm. Das war also vor dreieinhalb Jahren das Thema. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Und zwar erstmal jetzt zu meiner Vorrednerin. Ich fand also bis so vor einem Jahr das auch super geil, sich gegenseitig zu rasieren. Wie, jetzt nicht mehr? Nein, deswegen ja meine gesamte Lebensänderung. Jetzt nicht mehr. Jetzt spannen uns hier auf die Folter. Was ist jetzt los? Was ist passiert bei dir vor einem Jahr? Und zwar, was passiert ist, ich liebe jetzt eine Frau. Du liebst eine Frau? Ja. Im Alter von 49 Jahren hast du entdeckt, dass du eine Frau liebst? Ja. Dass du Frauen lieben kannst überhaupt? Ja, wie das kam, also das ist fast Filmgeschichte. Ich war auf der Sexline.
Aber da hast du doch keinen Kontakt direkt damit. Mit eben, das ist ja das Kuriose. Und zwar, ich habe Telefonsex gemacht. Aha. Bis voriges Jahr im Mai. Professionell. Und hatte dann eben einen ganz normalen Kunden dran. Ja. Habe mich mit dem unwahrscheinlich nett unterhalten. Mhm. Das erste Mal, obwohl ich das schon über ein Jahr gemacht habe, habe ich nicht nach Namen gefragt. Und das war so interessantes Gespräch, dass ich dann, also die Rufnummer habe ich öfter bekommen, aber ich habe dort zurückgerufen und rief zurück. Und dann bei dem weiteren Gespräch nach einer halben Stunde sagte mir dieser Kunde in dem Sinn, dass er eine Frau ist. Ach, und die Stimme war recht tief, sodass du das gar nicht so... recht tief. Also wie gesagt, ich habe ein Jahr lang Telefonsex gemacht. Ich habe es nie dran, also nie eine Frau dran gehabt. Und dieser Telefonsex mit dieser Person, sage ich mal, ja, den du da praktiziert hast. Da muss ich sagen, da lief es bei dem Gespräch nicht um Sex. Ach so. Ich wollte mich gerade fragen, was ihr euch vorgestellt genau, habt. Nein. Und zwar, wo ich darauf gearbeitet habe, war es ja öfter, dass Kunden einfach nur mit dir reden wollten. Ja, das habe ich ja auch schon über alles gehört, Mögliche. Genau. Jetzt hast du entdeckt, dass das eine Frau ist. Nein, das habe ich eben immer noch nicht entdeckt, sondern sie sagte es mir. Sie sagte mir einfach, sie wäre Bärbel, ob ich das schon mal mitkriegte. Und zwar, was natürlich bei dem Gespräch öfter war, was mir aber gar nicht so auffiel, sie fragte mich, ob ich auch schon mal mit Frauen geschlafen hätte. Ja, sie sagt, nein. Und na doch. Wie na doch? Doch schon mal früher. Ja, und doch, aber nicht jetzt direkt mit Frauen, sondern wenn, dann im Gruppensex. Ach so, also na, zum na Beispiel gut. mal im Swingerclub oder so. Ja? Jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Genau. Bist du heute mit Bärbel zusammen? Ja, sicher. Wir haben heute Hochzeitstag, Nein. den 8. Monat. Ist das wahr? Ist denn Bärbel eine lesbische Frau schon seit langem? Na, oder habt ihr euch quasi jetzt in dieser Phase so auch kennengelernt? Also bei Bärbel ist es ein bisschen anders. Bärbel ist seit voriges Jahr geschieden und ist deswegen auf so eine Leine gegangen. Mhm. Einfach um zu quatschen und ja, einfach auch zu sehen, ob sie da Hatte sie denn schon mal? Sie hatte davor schon Beziehungen mit Frauen. Lebt ihr jetzt zusammen? Wir leben so gut wie zusammen. Wir haben 350 Kilometer zwischen uns. Ja. Aber die längste Zeit in den 8 Monaten, die wir uns kennen, waren 4 Tage, wo wir nicht zusammen waren. Mensch, Gabi, das ist ja ein Ding. Hättest du dir das denn früher auch vorstellen können? Nein. Wie gesagt, ich hatte sexuellen Kontakt mit Frauen jetzt in Folge von Gruppensex oder so, aber ich hätte es mir auch gar nicht für mich vorstellen können, zumal ich konnte mir noch nicht mal vorstellen, jemals noch mal zu lieben. Jetzt muss ich dich doch noch mal fragen, du hast gerade gesagt, bis vor einem Jahr, also bevor du Bärbel kennengelernt hast, hast du auch drauf gestanden, dich intim zu rasieren. Ja. Jetzt nicht mehr? Doch, auch. Aber weil meine Vorgängerin sprach ja davon, gerade weil viele Frauen das ein Thema nicht so ansprechen, auch Männer zu rasieren und das schön finden. Ich finde es zum Beispiel oder fand es zum Beispiel absolut geil, auch einen Mann zu rasieren. Aha. Und auch ich persönlich fand es auch ganz toll. Ja. Also ich rasiere mich jetzt auch weiter. Genau, aber das Thema mit dem Mann ist jetzt mehr Werde rasiert. Genau, das Thema mit dem Mann ist jetzt vom Tisch. Jetzt hast du eine Frau. Genau. Also Gabi, mir bleibt ja nur, euch ein tolles lesbisches Leben zu wünschen. Weißt du, was mir noch dabei ganz wichtig ist, dass ich von Anfang an ganz offen damit umgegangen bin. Ja. Ich habe also schon erwachsene Kinder. Ja. Die konnten sich sowas nie vorstellen. Und jeder, auch jetzt Bekannte und so, jeder geht damit absolut normal um. Also es gab keine dummen Sprüche oder keine Ablehnung? Überhaupt nicht. Ich bin also auch ganz von Anfang an ganz offen Hand in Hand über die Straße gegangen. Mhm. Ich küsse mich mit ihr im Hausflur und so. Und ob die Leute gucken und ich stehe auch sofort dazu. So, und so soll es auch bleiben. Ja. Würde ich sagen. Meine Empfehlung und mein Gruß an die Freunde, an Bärbel. Ja, danke. Tschüss, Gabi. Und weiterhin, Domian, weiterhin so eine Sendung. Ich gucke die seit Anfang an von dir. Das ist ja nett von dir, danke. Ja, okay. Tschüss, Gabi. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, egal über welches Thema, intime Rasur oder über ernste Sachen auch oder politische Sachen, was auch immer, ja, solltet ihr vielleicht zufälligerweise diese Sendung zum allerersten Mal in eurem Leben eingeschaltet haben, so beim Rumzappen. Das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow. Ich sitze hier wahrhaftig live im Studio in Köln bei 1 Live und im WDR Fernsehen und ihr könnt hier einfach bei mir anrufen, kostenfrei unter dieser Nummer hier 0800 5678 111 und wir können uns über alles Mögliche und Unmögliche unterhalten. Über Gott eben und auch über die Welt. Heidi ist dran und Heidi ist 40 Jahre alt. Morgen. Hallo. Ja, mein Heidi. Thema. Ich habe nach 40 Jahren meine Schwester gefunden. Wie kam das? Ja, nach 40 Jahren? Das heißt, du hast nie mit der Schwester Kontakt gehabt? Nein. Nie? Noch nie.
Die hat, meine Mutter hat die zur Adoption freigegeben vor 43 Jahren. Und da hat niemand was von gewusst. Und die hat sich jetzt letztes Jahr bei uns gemeldet. Bist du denn bei deiner Mutter oder bei deinen Eltern aufgewachsen? Ja. Ja. Und wieso hat deine Mutter die Schwester damals vor 43 Jahren zur Adoption freigegeben? Ja, das war ein uneheliches Kind. Mhm. Und ja, vor 40 Jahren oder vor 43 Jahren war es ja noch so, dass das in der Nachbarschaft verpönt war, Bastard und so weiter. Mhm. Und meine Mutter hatte schon ein uneheliches Kind. Und das ist aber bei euch aufgewachsen? Das ist bei uns aufgewachsen, ja. Ja. Und du wusstest auch gar nichts davon, dass es da noch eine Schwester gab? Nein, wir wussten gar nichts. Wann hast du es zum ersten Mal erfahren? Jetzt, kürzlich? Letztes Jahr, ja. Ach. Letztes Jahr erst. Jetzt erzähl mal, wie das jetzt zur Information kam und überhaupt zu dem Kontakt. Ja, die hat die Adresse von ihren Adoptiveltern bekommen und hat sich dann dementsprechend die Telefonnummer ausgesucht und hat einfach angerufen hier. Bei dir? Und hat gesagt hier, Heidi, ich bin deine Schwester. Ja, sie hat bei meinem Bruder angerufen. Deine Halbschwester. Und das Problem ist, die ist damals nach Amerika gegangen. Mhm. Sie hat dann eben nur gesagt, my mother is sowieso. Ach so, sie spricht gar nicht Deutsch. Nein, die spricht nicht Deutsch. Aha. Das ist auch noch so ein kleines Problem. Ja, aber das glaubt man doch im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht, ne? Nee, wenn man haben das wir hört. Auch nicht. Mhm. Es hat keiner geglaubt im ersten Moment. Und dann lebt deine Mutter noch? Nein, die lebt leider nicht mehr. Mhm. Sie durfte das leider nicht mehr erleben. Mhm. Lebt dein Vater noch? Nein, der lebt auch nicht mehr. Aber es waren irgendwelche Leute noch da, die das bestätigen konnten, dass damals sowas passiert ist? Ja, von meiner Mutter, der Bruder. Mhm. Der hat auch so gesagt, da war ein Kind. Und das war aber für euch wahrscheinlich auch die absolute Information, ne? Und die absolute natürlich. Überraschung. Klar. Und da klickerte es. Also es kann sein, dass diese Frau recht hat, die da aus Amerika anruft oder die auf Englisch das uns gesagt hat. Nein, das ist also Fakt. Das ist so. Wir haben im Rathaus nachgefragt. Mhm. Wir kriegten dann halt die Papiere. Mhm. Wir hatten dann Name und Adresse und wann das gewesen ist. Und daraufhin haben wir die Geburtsurkunde gefunden. Mhm. Das ist also Fakt. Und jetzt habt ihr euch getroffen auch? Nein, wir sehen uns in 14 Tagen das erste Mal. Ich dachte, dass ihr euch schon getroffen hättet. Ja, nein, sie kommt nächsten Monat im Februar kommt sie von Amerika hier hin. Sie lebt dauerhaft in Amerika? Sie lebt dauerhaft in Amerika, ja. Wie spannend. Ist da auch, war verheiratet auch da hinten, hat da hinten auch drei Kinder. Jetzt ist natürlich die Sprache schon ein Problem, ne? Die Sprache ist ein großes Problem, ja. Ja, man kann so ein bisschen Englisch, aber so richtig gut unterhalten, ist natürlich dann auch unter Umständen schwierig. Und sie kann kein Deutsch, gar kein Deutsch. Nee, das Schulenglisch von uns nur. Mhm. Und die lernen ja da hinten gar kein Deutsch. Mhm. Von daher ist es schon ein Problem. Aber ich denke mal, mit Händen und Füßen wird das schon funktionieren. Seid ihr denn jetzt so brieflich irgendwie in Kontakt oder telefoniert ihr mal, sofern man überhaupt da ordentlich sprechen kann am Telefon? Ja, so alle 14 Tage telefonieren schon, wir ja. Und so ab und zu kommt mal ein Brief. Aber mit dem Brief ist immer schwierig, weil wir den auch dann übersetzen lassen müssen. Klar, ja. Und weißt du was Näheres so über ihr Leben? Du hast gerade schon gesagt, dass sie auch Kinder hat und verheiratet. Ist immer noch, ne? Ja. Ja. Weißt du sonst irgendetwas über sie? Ja, eigentlich noch recht wenig. Mhm, Ein Foto? Hast du ein Foto zum Beispiel gesehen schon von ihr? Was habe ich schon gesehen? Ein Foto? Fotos haben wir schon ausgetauscht. Die sind schon hin und her gegangen. Mensch, wie fühlt man sich, wenn man im doch hohen Alter von 40 Jahren dann plötzlich nochmal ein Schwesterchen kriegt, ne? Ja, super. Und dann auch ein altes Schwesterchen, ne? Die ist ja älter als du. Die ist älter, ja. 3 Jahre. Mann. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Ich weiß nicht, man kann das nicht beschreiben. Das ist, auf der einen Seite freut man sich, auf der einen Seite glaubt man es erst im Anfang nicht. Und dann, ich glaube, mir wäre auch so ein bisschen mulmig vor dem ersten Kontakt. Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Doch, man ist ein bisschen nervös schon, aber weiß ich nicht, mulmig nicht. Irgendwie ist man ja schon auf einer Wellenlänge. Mhm. Also wir haben schon gemerkt, wir haben also dieselben Vorlieben. Sie hat zum Beispiel denselben Hund, den ich vor zig Jahren auch gehabt habe. Das hört man oft, solche Geschichten, dass Geschwister das ganze Leben lang getrennt waren. Und ganz unterschiedlich aufgewachsen sind und trotzdem sich sehr ähneln, ne? So in Eigenschaften, in der Mentalität, das ist schon sehr kurios. Weißt du oder wisst ihr, wer der Vater ist von deiner Schwester, von der Halbschwester? Ja, wir vermuten, dass das derselbe ist, auch der Vater von meinem Bruder dann halt. Lebt der Mann noch? Bitte? Lebt der Mann noch? Nein, der lebt auch nicht mehr. Denn die Frage wird sich ja deine Schwester dir auch stellen, ne? Wer ist mein Vater gewesen? Ja. Mhm.
Also das können wir in etwa beantworten. Mhm. Wie lange wird sie hier bleiben? 14 Tage. 14 Tage, na, da ist genügend Zeit zum Reden. Ne? Ja, und zum Kennenlernen vor allem. Und zum Kennenlernen, ganz genau. Dann wünsche ich eine aufregende und schöne Zeit, wenn sie hier ist. Dankeschön. Alles Gute, Heidi. Und mach weiter so. Ja. Super Sendung. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. So Mädels, ich will mit euch über die Schamhaare noch reden, ne, der Jungs. Wie das so ist mit den Frisuren, mit den Schamhaarfrisuren. Oder mögt ihr die Männer ganz nackt unten? Oder auch mit euch Jungs? Wie ist das denn? Macht ihr das manchmal und stehen wiederum die Frauen drauf? Was sind eure Erfahrungen? Wie haben die Mädels reagiert, wenn ihr ganz rasiert plötzlich in eurer Mannespracht vor den Frauen gestanden habt? Erzählt mir das, wenn ihr Lust habt. 0800 5678 100 und 11. Und jetzt ist die Yvonne dran. Und Yvonne ist 22 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Yvonne. Ja, also ich wollte auch was zu der Intimrasur sagen. Ach, wie schön, ja. Und zwar bin ich vor circa 3 Jahren dazu gekommen durch meinen damaligen Freund. Ja. Der hat sich selbst rasiert und hat mich dann so auf den Tipp gebracht irgendwie. Und dann habe ich mich erst teilrasiert und seit circa 2 Jahren rasiere ich mich aber ganz. Mhm. Wie oft machst du es, damit es sehr schön aussieht und glatt ist? Und circa 3-mal in der Woche. 3-mal in der Woche. Machst du es mit? 3-mal in der Woche. Ja. Und wie machst du es? Mit einem Elektrorasierer? Nee, oder nass? Ganz normalen Rasierer, also mit Schaum. Mit Schaum. Mhm. Wie lange dauert so eine Prozedur? Ja, kommt drauf an. Also normalerweise mache ich immer unter Dusche und da dauert so 5 Minuten mindestens. Mhm. Sagen ja viele Leute, die noch nicht so Erfahrung damit haben, das brennt dann hinterher so und das zwickt, wenn es nachwächst. Ja, also es ist am Anfang schon seltsam, aber ich habe also nicht das Gefühl, dass es brennt oder zwickt, sag ich mal. Es kribbelt eher, es kitzelt. Mhm. Desinfizierst du das irgendwie doch danach? Mit Nehme ganz normale Creme danach. Creme zu sein. Aftershave-Creme, sowas in der Art, gibt es auch für Frauen extra. Und die creme ich mich danach ein und das ist alles okay. Und dann sieht die Yvonne sahnemäßig aus. Genau. So, und der Freund macht es auch? Ja, mein jetziger Freund macht das auch seit circa einem halben Jahr, weil ich ihn da so draufgebracht habe, weil ich das angenehmer finde einfach. Und ist er auch ganz rasiert oder teilrasiert nur? Ganz. Ganz. Mhm, machst du es bei ihm oder ist das so? Nee, er macht es auch selbst. Also, er macht es auch selbst. Nun haben wir es gerade ja schon gehört und ich kann mir auch vorstellen, dass das sicher auch eine nette Form des sexuellen Vorspiels oder Beispiels ist, was man so nebenher machen kann. Seid ihr auf die Idee noch nicht gekommen, euch da vielleicht so ein bisschen auch anzutun? Ja, doch schon, aber irgendwie haben wir nie die Zeit dafür. Ich weiß auch nicht warum. Aha. Wir haben irgendwie nie genug Zeit dafür, weil er wohnt noch bei seinen Eltern. Ich wohne momentan noch bei meinen Eltern und morgen. Ja, natürlich. Und wenn die Eltern dann reinschneien, während ihr da gerade am Rasieren seid, ist vielleicht auch nicht so schick. Das ist das Problem. Da hat man nicht immer so gerade die Zeit für. Wenn du das jetzt so beurteilen solltest, was findest du denn, warum findest du das bei einem Mann schöner, wenn er ganz rasiert ist, wenn er keine Schamhaare mehr hat? Also ich muss dazu sagen, ich finde es angenehmer beim Oralverkehr, weil wenn man dann nachher irgendwie sich die Haare noch aus den Zähnen fühlt. Halbes Pfund Haare im Mund hat, ne? Genau, richtig. Das finde ich einfach das Problem dabei. Ja. Das ist unangenehm. Und das ist das Gleiche, finde ich, auch wenn eine Frau sich rasiert. Das ist für den Mann sonst auch unangenehm, wenn sie nicht rasiert ist. Mhm. Ja, dass die Haare dann immer da zwischen den Zähnen hängen. Kann sich nicht richtig küssen danach, weil man erst alles wieder ausspucken muss sozusagen, weil die Haarbüsche irgendwo hängen. Und so beim ganz normalen Geschlechtsverkehr ist es ja auch schön, ne? Ja, es ist ganz weich. Es kratzt nicht oder es kitzelt nicht. Also es ist angenehmer, es ist weicher. Also dir kommt auch kein Mann mehr ins Bett, der noch Haare unten hat, oder? Nee, ich würde ihn sofort überreden, muss ich dazu sagen. Ich habe das ja gerade schon gesagt, dass mir schon viele Leute, auch Männer, so gesagt haben, nee, das mache ich nicht, das ist mir zu schwul. Findest du, dass das eine schwule Attitüde hat irgendwie, wenn ein Mann sich unten rasiert? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? Ich glaube, das ist auch ein... Ja, bei Frauen auch nicht so. Bei Frauen wird es ja auch gerne gesehen. Also müssen Frauen ja lesbisch sein. Wenn genau. Ich glaube, es ist ein dummer alter Spruch, der wirklich nur Vorurteile transportiert. Ne? Ja, richtig. Ja, Yvonne, wunderbar. Also... Dann viel Spaß bei eurem auch nackten, sehr ganz total nackten Sexleben. Ne? Ja, danke. Alles Gute. Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Judith. Judith ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen Jürgen. Morgen Judith. Na, wie geht's? Gut, eigentlich. Das ist schön. Und dir? Nicht so gut. Ah, du Arme, erzähl. Also ich bin... 2,5 Jahre mit meinem ersten Freund zusammen gewesen, der in jeglicher Hinsicht mein erster Freund war. Habe mich später von ihm getrennt, weil die Beziehung so nicht mehr tragbar war und hatte bis vor kurzem, also bis vor einem halben Jahr, noch einen Freund.
Und habe jetzt seit kurzer Zeit wieder ein bisschen Kontakt so zu meinem Ex-Freund, also mit dem ich 2,5 Jahre zusammen war. Mhm. Und wir sind am Samstag im Bett gelandet. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Das habe ich jetzt nicht so schön. Also wir sind jetzt ungefähr fast 2 Jahre getrennt. Fast 2 Jahre getrennt, wart aber 2,5 Jahre zusammen. Genau. Mhm. Und das sieht folgendermaßen aus. Also wir sind dann per Zufall im Bett gelandet. Es war eine ziemlich spaßige Geschichte. Wir haben uns SMS geschrieben den ganzen Abend lang. Und er meinte so, ja, ich kann ja nachher nochmal vorbeikommen. Er wusste auch, dass meine Eltern nicht da sind. Mhm. Und ich habe ihm dann ziemlich schlaftrunken die Tür aufgemacht und habe gesagt, kennst dich ja aus, komm rein, und bin wieder nach oben in mein Bett und habe erstmal die Decke über den Kopf gezogen. Mhm. Ja, und dann hat er sich erstmal dazugesetzt, ein bisschen gequatscht und so, und dann fing er halt an, mich zu streicheln. Hatte ich auch nicht wirklich irgendwie was gegen, nur ich sag mal, meines Erachtens nach habe ich halt auch Signale ausgesendet, demzufolge man eben sagen kann, okay, die will noch was von mir. Mhm. Ja, und dann... ist es passiert. Dann ist es halt passiert. War auch nicht unbedingt schlimm, um Gottes Willen. Und aber dir geht's dennoch nicht gut. Nein, weil er ist morgens dann gegangen und wir haben uns dann sonntags nochmal kurz gesehen, halt so abgesprochen, hey, Familie und Freunde und Bekannte lassen wir erstmal außen vor. Mhm. Weil wir erstmal selber sehen wollen, wie das weitergeht. Mhm. Das hat mich natürlich irgendwo ein bisschen aufgebaut, weil ich gedacht habe so, okay, vielleicht ist noch wieder eine Zukunft da. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und dann kriegte ich dann gestern von ihm eine Kurzmitteilung, ob wir uns nicht auf einen Kaffee treffen können. Ja. Da habe ich gesagt, klar, ne, habe mich natürlich gefreut. Und aber es lief alles ganz normal ab beim Kaffee trinken. Wir haben uns völlig normal unterhalten über Gott und die Welt, über alles Mögliche. Mhm. Und dann habe ich ihm nachher eine SMS geschrieben, so auf die Art, sag mal, hast du eigentlich irgendwas Ernstes im Moment am Laufen? Mhm. Und er schrieb dann nur zurück, nun ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ernsthaft nicht unbedingt, nur eine Bekanntschaft abwarten. Wieso fragst du mich sowas nicht, wenn wir uns unterhalten? Stimmt. Das ist klar, nur ich sag mal, ich bin eben ein sehr gefühlsbetonter Mensch. Und aber das hätte er ja auch ansprechen können. Ne? Natürlich, das habe ich mir auch gedacht. Und das ist jetzt der letzte Stand der Information. Oder habt ihr dann nochmal telefoniert? Wir haben danach nicht mehr telefoniert. Wir haben nur noch wilden SMS-Terror gehabt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Er hat halt nachher nur gesagt, wir sollten da in Ruhe drüber reden. Mhm. Und ich würde mir schon wieder viel zu viel Gedanken machen. Mhm. Ich soll aufhören nachzudenken. Ich bin eben auch ein Mensch, der sehr viel nachdenkt. Vielleicht auch zu viel. Also im Klartext, Judith, da ist eine andere Frau... Sehr wahrscheinlich, ich nehme es an. Also ich habe erst gedacht, so die SMS wäre vielleicht auf mich bezogen, so neue Bekanntschaft in Anführungszeichen. Ach so, ja, das, dem ist aber nicht so. Das weiß ich nicht. Das so den Kurzmitteilungen nachzufolge, glaube ich eher nicht. Und ich weiß einfach jetzt nicht, was ich mache. Wie war denn die Stimmung bei den Kurzmitteilungen? Eher, du hast Terror gerade gesagt, war die eher auch ein bisschen aggressiv? Die war nachher sehr aggressiv, weil seiner Meinung nach, denke ich das nicht so verstanden habe, wie er das wollte. Mhm. Denke ich mal. Ja. Ja, dann gehe ich eigentlich auch davon aus, dass du nicht diejenige bist, die er meint. Dann hätte er dich ganz anders umgarnt und hätte es dir vielleicht beim Kaffeetrinken schon gesagt. Man muss dazu sagen, dass er nicht der Mensch ist, der seine Gefühle einfach offenbaren kann. Weswegen also, ist das denn damals eigentlich zu Ende? Genau, aus dem Grund. Aus dem Grund. Mhm. Weil er seine Gefühle nicht zeigen konnte, unter anderem in der Öffentlichkeit auch nicht unbedingt. Mhm. Wir haben uns... Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, ob er nicht nur die Gefühle nicht zeigen kann. Ja. Oder ob die Gefühle überhaupt nicht da sind. Das ist richtig. Ja? Ich hab ihm nur die SMS geschrieben. Du solltest eigentlich wissen, dass ich nicht mit Männern ins Bett steige, für die ich nicht nähere Gefühle hege. Aber es ist auch schon fatal, Judith, dass du jetzt von dieser einen Bettnummer... Ja, wollte ich ja nicht. Ja, aber ist es passiert, ne? Ja. Und das ist natürlich Wahnsinn. Man kann natürlich aus ein so einer Bettgeschichte nicht schließen. Ja. Jetzt sind wir wieder zusammen und jetzt haben wir eine große Zukunft. Ich weiß. Ich kann mir gut vorstellen, dass du in Gefühlswallungen da warst und vielleicht auch ganz glücklich warst am anderen Morgen, hast gedacht, toll, es kommt wieder in die Gänge. Ich bereue es auch nicht, um Gottes aber Willen. Es muss es überhaupt nicht bedeuten. Vielleicht war es einfach nur so eine nette Nacht, die ihr miteinander verbracht habt, die er auch nett fand, aber dass er gar keine Zukunft mit dir haben möchte. Das kann natürlich sein, nur dann verstehe ich nicht, wieso er sich vorher schon so viel Mühe gegeben hat. Weil unter anderem dann so Sachen kamen wie zum Beispiel, ich hole dich nachher ab und wir fahren... Vielleicht war der einfach nur geil und scharf auf dich. Das kann natürlich auch sein. Kann ja sein. Was soll ich jetzt machen? Judith. Ja. Wäre doch bloß diese Nachtgeschichte nicht passiert.
Aber vielleicht ist gut, dass es passiert ist, denn jetzt ist wieder alles so richtig in Bewegung geraten. Ja, wer weiß, vielleicht kommt jetzt auch wirklich alles vielleicht, zu Tragen. Genau, oder es kommt der wirklich endgültige große Knall, kann ja auch sein. Kann natürlich auch sein. Ich finde, dass du, da du ja verwirrt bist, verständlicherweise auch. Ja. Ihm eine klare Frage stellen solltest. Ob er sich noch eine Zukunft vorstellt. Genau diese Frage. Möchtest du wieder mit mir zusammen sein, noch besser? Liebst du mich und möchtest du mit mir zusammen sein? Konkreter geht's gar nicht mehr. So. Und darauf hast du das Recht, eine klare Antwort zu kriegen. Ja. Ohne Wenn und Aber. Und dann würde ich an deiner Stelle das auch so akzeptieren. Ja, natürlich, und, ne? Das muss ich akzeptieren. Ja, aber man neigt ja dazu, irgendwie dann zu sagen, ja, aber du hast doch dann das und das und das gemacht. Und das habe ich dann so verstanden. Das ist alles Quatsch, vergiss es. Ne? Wenn er jetzt eine klare Antwort gibt darauf, hoffen wir das mal, und wenn er den Mund nicht aufkriegt, dann schafft er es vielleicht mit seinen Fingern eine SMS zu tippen. dann weißt du, woran du bist. Und das ist das Allerwichtigste jetzt für dich erstmal. Ja, da hast du wohl recht. Diese Frage musst du ihm stellen. Die kannst du ihm ja gleich noch per SMS schicken. Nee, das mache ich nicht gleich, das mache ich morgen ganz in Ruhe. Oder morgen. Ja. Darf ich noch was zur Intimrasur sagen? Ja, bitte, gerne. Also mein Ex-Freund, der andere und ich. Ja. Durch ihn bin ich auch zur Intimrasur gekommen. Halt, also der, mit dem du jetzt wieder geschlafen hast? Nein, nee, der davor. Wie gesagt, ich war ja erst mit dem 2,5 Jahre zusammen und hatte dann noch einen. Und durch den bin ich da so ein bisschen dran gekommen, aber ich muss dazu sagen, ich rasiere mich nicht komplett, sondern ich stutze mir die Haare, wie man das so schön sagt. Das hat er auch gemacht. Und ich kann den Mädels nur beipflichten, also es ist wirklich viel, viel schöner beim Oralsex, weil mit den Haaren, da muss ich echt schon sagen, das ist einfach nur... Judith, ich kann den Mädels auch nur beipflichten. Ja, natürlich. Ne? Also beim Oralsex ist das wirklich nicht so schön. Nee. Wenn man eine Suche... Ja, genau. Ja, das macht einen dann doch weniger geil danach. Genau. Ja, also ich merke schon, die jungen Mädchen sind gut drauf, ihr jungen Mädels. Ne? Ihr mögt das. Ja. Ihr macht es auch bei euch. Natürlich. Finde ich auch sehr scharf, sehr toll. Und ihr begrüßt jeden jungen Mann, der das will. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und du schickst morgen die SMS. Mache ich. Und ich danke dir recht herzlich. Alles Mach weiter so. Alles Gute, Judith. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 33 und 14 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian, heute ohne festes Thema von uns, das heißt, ihr seid die Themenvorgeber. Telefonnummer 0800 567 8111. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt unser Thema Gerüche. Ich möchte mit euch über Gerüche reden. Welche Gerüche mögt ihr wahnsinnig gerne und welche Gerüche findet ihr wahnsinnig schrecklich? Was habt ihr schon erlebt? So in Sachen Gerüche. Wo habt ihr schon mal was ganz Schönes gerochen oder was ganz Schreckliches gerochen? Das ist das Thema morgen hier bei uns, Gerüche. So, ach ja, ich habe ja gerade einen Fax hereingereicht bekommen von Birsit aus Hamburg, 45 Jahre alt, zum Thema Schamhaare und die... Ach, Birgit, was lese ich hier? Birgit, na, ganz normal Birgit. Und die Birgit schreibt, es gibt nichts Schöneres, als bei einem Mann die Schamhaare zu kraulen. Vielleicht sollte man lieber was anderes kaulen als die Schamhaare. Markus, 48 Jahre, guten Morgen. Morgen, Jürgen. Dein Thema? Ja, mein Thema ist Missbrauch mit dem Missbrauch. Missbrauch mit dem Missbrauch? Ja. Sag's mal ein bisschen konkreter. Ja, und zwar ging das so: Meine Tochter, die kam eines Abends nicht mehr nach Hause. Und dann. In welchem Alter war die Tochter da? Die war 18 Jahre. 18 Jahre? Ja. Wie lange liegt das zurück, was du jetzt erzählen wirst? Das liegt jetzt ungefähr 1,5 Jahre zurück. Noch nicht so lange also? Nein, noch nicht so lange.
Und dann hatte sie, was wir nicht so wussten, sie hatte eine Frau kennengelernt. Mhm. Und zwar bei einem Film, da waren die beiden waren Statisten und der lief auch jetzt mal in der ARD vor einiger Zeit. Okay, ist ja nicht so wichtig. Ja, sie hat eine Frau kennengelernt und sich in diese Frau verliebt? Nee, er hat es nicht, gar nichts. Mhm. Auf jeden Fall irgendwie so angefreundet und dann sind die halt wieder zurückgefahren zu unserem Ort und dann hat meine Tochter auf einmal über Bauchschmerzen geklagt, was ja immer vorkommen kann. Mhm. Ne? Dann hat sie so bedrängt, musste sofort ins Krankenhaus und dann hat sie auf jeden Fall so lange gedrängt, dann das Auto gefahren, bis sie im Krankenhaus war. Mhm. So, dann hat der Arzt aber weiter nichts festgestellt. Auf jeden Fall kam sie dann abends sehr spät nach Hause und sagte, Mensch, ich war im Krankenhaus. Und ja, wieso? Haben wir gefragt, wieso warst du denn im Krankenhaus? Ja, die hat so lange gemacht, bis ich im Krankenhaus war. Und auf jeden Fall ist sie dann im Krankenhaus gewesen. Dann hat sie am nächsten oder übernächsten Tag, so genau weiß ich das nicht mehr, hat sie wieder besucht. Ist aus unerklärlichen Gründen, ist sie bei der zusammengebrochen. Mhm. Also sowas gibt's ja, nicht wahr? Und wer ist hier zusammengebrochen? Meine Tochter. Deine Tochter ist bei dieser Frau, die sie kennengelernt hat, zusammengebrochen. Jetzt hast du gerade im Einstieg, was ganz für mich, wo ich gerade aufhorchte gesagt. Du hast gesagt, Missbrauch mit dem Missbrauch. Ja. Das bedeutet ja eigentlich, dass jemand beschuldigt wird, einen Menschen missbraucht zu haben. Das kommt ja jetzt. Ja, erzähl's mal. Machen wir nicht so eine lange Einleitung. Ja, gut. Um das alles besser zu verstehen, muss ich so erzählen. Mhm. Auf jeden Fall, sie wäre wieder zu sich gekommen und dann hätte sie gesagt, hör mal, ich glaube, du wirst missbraucht. Sagte diese Frau zu deiner 18-jährigen Tochter? Ja, genau. Und auf jeden Fall, sie sagt, ich sag, was hast du denn gesagt? Also viel später. Ja, sie hätte gar nichts gesagt. Auf jeden Fall, diese Frau hat dann sofort ihre Nachbarin angerufen. Du, ich glaube, hier liegt ein Missbrauch vor. Und was hat die gemacht? Die hat sofort den anderen Nachbarn angerufen und das war ein Polizist, also auch ein Nachbarn, ein bekannter Nachbarn von dieser. Mhm. Und hier liegt ein Missbrauch vor und so kam eine ganz, ganz schlimme Sache für mich ins Rollen. Und inwiefern warst du denn automatisch der Beschuldigte? Ja, weiß ich auch nicht. Die haben auf jeden Fall, die hätte sofort gesagt, ich glaube, du wirst von deinem Vater missbraucht. Aber deine Tochter ist eine erwachsene junge Frau. Ja, auf jeden Fall, so soll auf jeden Fall diese Frau das so weitererzählt haben. So ist diese ganze Sache für mich ins Rollen gekommen. Mhm. Ist denn dann Anzeige von irgendjemandem erstattet worden? Ja, das ist dann von diesem Polizisten wahrscheinlich, ist dann die Anzeige erstattet worden. Mhm. Und zwar hat es nicht lange gedauert, ein paar Tage später kam auf einmal die Polizei zu mir ins Haus. Mhm. Und wurde ich verhört zu den schrecklichsten Dingen. Also ich kam mir vor wie im Film, wirklich wie im Film. Und dann haben wir einen Rechtsanwalt angerufen. Mhm. Also habe ich einen Rechtsanwalt angerufen, weil ich mich da beim besten Willen gar nicht mehr durchsah. Ja, darf ich mal nochmal zwischendurch fragen? Ja. Der Polizist kam zu euch ins Haus? Oder nein, nicht der Polizist. Die Polizei, natürlich, die der Polizist. Polizei. Logisch, mehrere ja. Mehrere Polizisten natürlich, ja, klar. Kamen zu uns ins Haus. Der machten sofort eine Hausdurchsuchung. Ja. Und nachdem die Polizei weg war, hast du denn dann nicht, sucht man denn dann nicht das Gespräch mit der Tochter und sagt dir, was ist hier los? Wir durften in dem Moment, also ich wurde sofort mitgenommen, wir durften in dem Moment nicht mehr an unsere Tochter ran, die war irgendwo untergebracht, wahrscheinlich bei irgendwelchen Leuten dort. Zu der Zeit war die Tochter 17 Jahre alt. Da war sie 18 Jahre alt. War sie schon 18 Jahre alt? Ja, gerade geworden. Mhm. Und dann sagte, was ganz, ganz komisch ist, im Beisein meines Rechtsanwaltes sagte dann auf einmal dieser Polizist, es lege auch schon eine anonyme Anzeige vor. Diese Anzeige liegt schon so früh vor, da kannte diese Frau meine Tochter noch gar nicht. Mhm. Und dann habe ich, und hinterher sagt dieser gleiche Beamte, sagt dann zur Staatsanwaltschaft, diese Anzeige sei einfach ein Computerfehler, da hätten sie sich wohl vertan. Ist es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen? Nein, es ist zu keiner Gerichtsverhandlung gekommen. Ich habe dann anschließend alle beteiligten Leute, einschließlich diesen Polizisten und so weiter, habe ich dann angezeigt. Mhm. Und seit dieser Zeit, seitdem ich die angezeigt habe, blocken die unheimlich ab. Es gibt einen unheimlich guten Spruch, eine Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus. Das heißt, du hast eine Anzeige erstattet und dieses Verfahren läuft aber noch im Moment. Das ist alles abgeschlossen worden. Für mich wurde das ganz schnell abgeschlossen, diese ganze Sache. Aber ich habe jetzt zum Beispiel alle betroffenen Leute, die dann
damit zu tun hatten, die habe ich dann wegen Rufmord habe ich die angezeigt. Auch diese Frau, die deine Tochter kennengelernt hat? An allererster Stelle, die habe ich wegen Rufmord auch einem Polizisten habe ich angezeigt. So, ich frage dich jetzt auch nochmal. Ja. Du hast dich niemals an deiner Tochter vergangen? Nein, auf keinen Fall. So, dann habe ich, um diese Sache hundertprozentig abzuklären, habe ich gesagt für meine Tochter, du musst jetzt zu einem Frauenarzt und du musst dich untersuchen. Mhm. Weil sie hat bis jetzt noch nie irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Männern gehabt. Und sie ist auf jeden Fall, ist sie, also sie hat ihre Unschuld noch. Mhm. Diese ganze Sache habe ich dann der Staatsanwaltschaft gegeben und so weiter und so fort. Was waren denn die Ursachen eigentlich für die Schmerzen deiner Tochter? Ja, das ist nicht rausgefunden worden. Mhm. Auf jeden Fall, du musst dir mal vorstellen, es waren bestimmt 4, 5 Polizisten. Dann diese Leute, die alle dabei waren, die haben ständig auf sie eingeredet. Ja, da könnte was sein und wie auch immer und wie das dann so geht. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Tochter? Ja, also das ist nicht mehr ganz so, wie es mal war. Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin nach wie vor auch heute noch... Wobei ich das nicht verstehe, Markus. Wenn wirklich nie irgendetwas vorgefallen ist, deine Tochter ist, wir wiederholen das nochmal, das ist kein 8-jähriges Mädchen, sondern eine 18-jährige Frau. Genau. Die müsste sich doch eigentlich mit aller Vehemenz hinter den Vater stellen. Ja, hat sie auch gemacht. Und müsste doch jetzt eigentlich auch ganz auf deine Seite wieder stehen. Ja, ist sie auch. Aber warum ist das Verhältnis denn... Ich habe unsagbare Sachen miterlebt durch diese Polizei. Die waren ja nicht nur einmal da, die waren bestimmt dreimal da, haben unsere Wohnungen durchsucht und weiß ich nicht alles. Also es war furchtbar. Was sagt deine Frau dazu? Ja, meine Frau, wir waren 3 Monate beide krank. Wir haben keine Erklärung dafür. Also du meinst, du sagst... Die ganze Sache, die ist irgendwie so hochgeschaukelt worden, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Du sagst, dass diese ganze Sache euer Familienleben eigentlich kaputt gemacht hat. Oder beschädigt hat zumindest. Beschädigt, würde ich doch sagen. Also wir haben eine unheimlich gute Ehe. Mhm. Und das hat uns stark gemacht. Ist das die einzige Tochter oder das einzige Kind, was du hast? Das einzige Kind, ja. Also man hört ja immer wieder solche Geschichten, wo... Männer, meistens sind es Männer, beschuldigt werden und wo dann hinterher herauskommt, dass es überhaupt nicht stimmt und wie leicht man dann in die Mühlen geraten kann, so wie du es auch gerade geschildert hast. Zum Beispiel, ich hätte fast meine Arbeitsstelle verloren, das muss man sich mal vorstellen, nicht mehr tragbar für diese Firma. Mhm. Dann war ich 4 Monate krankgeschrieben und trotz alledem, diese Leute gehen so raus, als wenn nichts gewesen wäre, nur weil eben halt die Polizei, da hängt einer mit drin und somit ist da Stillschweigen, da kommst du nicht gegen an. Aber nochmal die Frage, weil mir das nicht verständlich ist. Mhm. Nochmal die Frage, welche Position hat denn deine Tochter heute und wie erklärt sie sich dieses ganze Theater, wenn es denn Theater war? Ja, sie erklärt sich hier, sie wäre jetzt, wie gesagt, zusammengebrochen und so wäre das angefangen. Sie hat keine Erklärung dafür. Sie hat einfach keine Erklärung dafür. Mhm. Tut es ihr leid, dass das passiert ist? Das tut ihr leid, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Weil dann, wenn du unschuldig bist, ist dein Ruf natürlich... Der ist ruiniert für alle Zeit. Zumindest sehr beschädigt. Ne? Ja, mhm. Auf jeden Fall. Und wieso sind denn eigentlich dann diese Verfahren eingestellt worden? Du hast Anzeige erstattet. Wieso ist das dann im Sande verlaufen? Wieso ist es dann nicht zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung gekommen? Ja, ich vermute mal, da hängt die Polizei mit zwischen. Die sagt, also, die sagen jetzt einfach, meine Tochter hätte diese Sache jetzt einfach behauptet. Fertig aus. Das ist das Allerschlimmste. Ja. Das klingt mir jetzt ein bisschen sehr seltsam. Ich meine, nur die Polizei als Sündenbock hinzustellen, die Polizei gibt es ja schon mal gar nicht. Wenn, dann sind da einzelne Leute, die vielleicht nicht ordentlich arbeiten, aber die können nun auch nicht ein ganzes Verfahren blockieren. Nein, das können die schon. Das können die schon. Das beste Beispiel ist ja zum Beispiel, dass der Polizist gesagt hat, es liegt eine anonyme Anzeige vor, das hat er vor meinem Rechtsanwalt gesagt, jetzt auf einmal behauptet, es sei ein Computerfehler. Und das ist ja wohl sehr seltsam. Was meinst du denn jetzt, wie es jetzt weitergeht? Wird das Ganze jetzt beruhigen oder kommt doch noch irgendwas auf dich zu oder planst du noch irgendetwas zu machen? Also jetzt zum Beispiel ist es so, mein Rechtsanwalt, der liest sich nochmal alles genau durch, alles was gesprochen worden ist und so weiter. Und also ich werde alles dran setzen, diese Leute zu verklagen. Mhm. Ich werde alles dran setzen, die irgendwie zu verklagen. Wenn du im Recht bist, würde ich das auch sehr mir wünschen, dass du alles dran setzt. Ja. Weil das ist also eine ganz miese Tour, Menschen fertig zu machen. Ja, ich habe schlimme Sachen hinter mir. Ganz, ganz, nicht nur ich, meine Frau auch, vor allen Dingen meine Mutter. Ja.
nicht wahr? Und ich bin fest davon überzeugt, diese Sache ist hundertprozentig eingestiehlt worden. Mhm. Nicht? Und zwar an allererste von dieser ersten Frau, die ich da genannt habe. Und ich habe eben schon, aber ich darf es leider nicht. Ich möchte zu gerne die Dienststelle nennen, aber das machen wir jetzt nicht. Nein, das tue ich auch nicht. Das machen wir nicht. Es ist ja sowieso so, ich kann ja auch keine richtige Stellung zu dem beziehen, was du sagst. Ich nehme das so hin, was du erzählt hast, und gehe mal davon aus, dass du im Recht bist. Und wenn du im Recht bist, ist dir wirklich sehr, sehr Unrecht angetan worden. Ja. Deswegen lassen wir das alles ganz einfach mal jetzt so stehen. Du hast dich dazu geäußert, jetzt auch hier in der Öffentlichkeit. Und ich hoffe, dass du Genugtuung erfahren wirst, wenn du unschuldig beschuldigt worden bist. Ich wollte dich nur eins bitten. Vielleicht gibt es ja noch andere Leute oder weitere Leute. Zum Beispiel, mir hat eine Familie aus irgendeiner Großstadt geschrieben, denen sowas Ähnliches passiert. Gibt es bestimmt, ja. Wenn, das könntest du mal mich weitergeben. Machen wir. Ja? Auf jeden Fall, Markus. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Kena, das ist aber nicht Kena Amor, der von Girls Camp, oder? Nee. Nein, du heißt Kenan, ne? Kenan. Der Kena heißt der Kena. Kennst du den? K-E-N. Also jetzt bringst du mich jetzt morgens rein. Also Kenan, 29 Jahre. Ja, genau. Also zu dem Thema Schamhaarbehaarung, ja. Ja. Bei mir ist es ja so bedingt, dass es vom Religion her schon irgendwo vorgeschrieben ist. Aha. Viele halten sich dran. Ich sag mal, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und ich lebe meine Religion so aus wie jeder andere, ob ein Christ oder... Du bist Moslem? Ja, genau. Ja. Und bei uns ist es letztendlich so, dass man halt unter den Achselhaaren und die Schamhaare etc. schon gepflegt halten sollte. Ja, das ist aber man muss sie nicht ganz, ganz glatt abrasieren, ne? Ich sag mal so, es wird glatt abrasiert oder auf immer meistens ein paar Millimeter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich nur deutsche Freundinnen hatte. Ja. Das ist also immer sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, mit einer Frau zu schlafen, die da also voll die Behaarung hat oder auch etc., weil es ist irgendwie in meinen Augen unhygienisch. Wie soll ich das eigentlich beschildern? Weil ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass irgendeine Frau, du hast gerade einen Fax bekommen, es ist schön, dann irgendwie an den Haaren zu kraulen, ja toll. Wenn die einen Oralsex führt, möchte ich mal sehen, ob die mal einen trockenen Brot noch ins Bett mitnimmt, weil wenn da mal ein Haar irgendwie im Hals hängen bleibt, möchte ich mal sehen, wie die das wieder rauskriegt. Ja, dann kann man trinken, was man will. Du hast gerade gesagt, das ist religiös auch verwurzelt, verankert. Kannst du mir das erklären? Ich weiß das nicht. Warum? Was eigentlich die Ursache dieser religiösen Tradition ist? Warum man das vor vielen Hunderten von Jahren veranlasst hat? Weißt du das? Domian, wie soll ich dir das erklären? Ganz einfach, weil ich vermute, dass Regeln, ja, die man halt in die Wege gelegt bekommt von Erziehung etc. Aber Fakt ist letztendlich, dass es bei uns auch festgeschrieben ist in bestimmten Regeln. Okay, du weißt also, du weißt auch nicht, woher die Regeln kommen. Das war mein Hintergrund. Ich vermute irgendwelche hygienischen Gründe wahrscheinlich. Ja, 100 Pro, ja. Definitiv. Ja. Halten sich denn so deine ganzen Freunde, die du kennst, da auch dran? Oder nimmt man das gar nicht mehr so ganz genau? Also ich habe einen Typen noch nicht in den Sack reingeguckt. Na gut, man sieht ja beim Duschen schon mal Leute oder was ich jetzt, in der Sauna oder so. Ja klar, also ich sage mal schon, dass ich schon gewissermaßen schon gehört habe, dass jeder sich daran hält. Und das ist dann bei uns halt so. Und wie oft machst du das? Ich sag mal ganz einfach, das ist so halt... Ja, immer so auf 3 mm Schnitt und mir macht das auch ganz einfach Spaß, ist ja auch hygienisch und ich weiß nicht, also ich komme damit super klar und seit meinem 16 oder 17 Lebensjahr mache ich das. Ja, die Frage war, wie oft du es machst. Wie oft? Ja. In der Woche, also im Monat 2 bis 3 Mal. Ja, das geht ja noch. Okay. Und das hast du in ein paar Minuten wahrscheinlich auch dann fertig, ne? Die Rasur. Ja, Übung macht den Meister. Ne? Übung macht den Meister. Ja, das schön. Halt los werden unter so vielen Frauen, die dann halt immer erzählen, habe ich gesagt, jetzt sollte auch mein Mann dran. So will ich das auch. Das ist sehr, sehr löblich. Also, hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ich gucke deine Sendung des Öfteren an. Ja. Hab mich noch nie mal durchgerungen, mal anzurufen. Aber siehst du, bei dem Thema warst du jetzt dabei. Ist doch toll. Alles klar, ich wünsche euch noch was. Alles Gute, tschüss. Rita, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Rita. Ja, also mein Thema ist der Tod. Also, ich werde mit dem Tod meiner Nichte nicht fertig. Die ist am 19. Januar auf der Autobahn München-Nürnberg gefahren und da stand eben dieser Jeep mit dem Anhänger und auf den ist die frontal draufgeknallt und war sofort auf der Stelle tot. Der Jeep mit dem Anhänger stand auf der Autobahn? Ja, auf der Standspur. Auf der Standspur. Und warum ist die Nichte darauf geknallt? Die
muss wahrscheinlich so erschrocken sein, weil der da auf dem Anhänger oben stand mit Licht und allem und wollte auf einen anderen Unfall also warnen, ne? Mhm. Und sie kam da an und wenn es dunkel ist, dann hast du das Gefühl, das steht dann auf deiner Spur, ne? Mhm. Und hat das wahrscheinlich das Auto verrissen und ist dem frontal reingeknallt, ne? Und war sofort tot. Die war sofort tot, ja. Und der Mann, der auf dem Anhänger stand, ist der auch? Der hat schwere Kopfverletzungen davon getragen, also auch lebensbedrohlich. Man weiß jetzt nichts. Mein Schwager war jetzt unterwegs, um rauszufinden, was mit dem da draus worden ist. Mhm. Ne? Das ist jetzt in diesem Januar passiert, also vor 2 Wochen quasi. Ja. Am 19. sagst du. Am 19., ja. Deine Nichte, wie alt war die Nichte? 25. Mhm. Hattest du ein sehr enges Verhältnis zu deiner Nichte? Ja, sie war immer bei mir und sie war eigentlich jetzt nach dem Tod von meiner Schwester die Person, wo ich mich ausreden konnte, wo ich wusste, es geht nichts weiter. Mhm. Also es war nicht nur ein verwandtschaftliches Verhältnis, sondern es war auch eine gute Freundin von dir. Ja. Ja. Wie oft habt ihr euch gesehen? Ja, sie war ja am Mittwoch war sie noch da und Donnerstag. Na, und sie wollte aber am Freitagnachmittag noch kommen. Und um 10 Uhr habe ich den Anruf von meiner Schwester erhalten, dass sie tödlich verunglückt ist. Mhm. Das ist ja so ein Hammer. Ich werde damit einfach nicht fertig. Das ist, als wenn man mal wieder die Füße vom Boden wegreißt und. Du sagst den Anruf von der Schwester bekommen. Aber die Mutter, ihre Mutter ist auch verstorben. Nein, die Mutter nicht. Die Mutter nicht. Ja, das ist meine älteste Schwester, also mehr Geschwister. Das verstehe ich, ja. Es gibt mehrere Geschwister. Ich meinte gerade auch, wie oft ihr euch so in der Woche zum Beispiel gesehen habt. Oder wie oft? Ja, also wenn sie in Ingolstadt war und Umgebung, dann war die schon tagtäglich dann da. Ne? Mhm. Also hat immer geschaut, dass es irgendwie einrichten kann. Und wir waren ja dann bis in der Früh gesessen. Wir haben dann die Sendung angeschaut miteinander und Ding und haben eben auch gesprochen. Und es ist ganz schlimm, ich ziehe mich total zurück, ich gehe nirgends mehr hin, ich bin nur noch in meine eigenen vier Wände und Ding. Wie hast du? Ich bin wieder in einem Loch, das... Wie hast du die Beerdigung verkraftet? So, ganz schlimm, also ganz schlimm. War es eine große Beerdigung? Ja, es waren also ziemlich viele Leute da, von der Arbeit her, wo sie eben gearbeitet hat, na, und... Nun gibt es ja noch, habe ich es gerade so rausgehört, doch noch viele Verwandte um dich herum. Hast du den Eindruck, dass die dir so ein bisschen helfen können, dass die dich auffangen? Da fühlst du dich doch sehr alleine. Ich fühle mich da irgendwie schon ganz alleine, weil... Du bist nicht verheiratet? Nein. Ja, du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Mit wem überhaupt kannst du denn darüber sprechen und über die Trauer auch reden, die du empfindest? Ja, ich habe schon eine Freundin, die immer für mich da ist. Ne? Und Anruf genügt da eigentlich, aber ich will da nicht zu viel mit reinziehen. Weißt du, was das Schlimme ist, Rita? Dass das alles auch noch so unendlich frisch ist. Der Schmerz ist ja noch ganz, er ist ganz frisch. Es ist ja mal gerade erst geschehen, vorgestern eigentlich, wenn man es jetzt nicht ganz genau nimmt. Und wenn du so ein enges Verhältnis zu der Nichte gehabt hast, dass sie dir Freundin und nahe Verwandte eben war, ist das so normal, dass du jetzt das Gefühl hast, dass du gar nicht mehr atmen kannst, ne? Manchmal wahrscheinlich, dass du gar nicht weißt, wohin mit deinen Schmerzen und deiner Trauer. Ja, ich weiß wirklich nicht mehr, wo noch hinten und vorne ist, weil sie fehlt eben an alle Ecken. Ne? Was machst du beruflich? Ich bin Verpackerin. Das heißt, also während der Arbeit geht dir das wahrscheinlich auch alles ständig durch den Kopf. Das ist ja das, dass das ja schon so gut angefangen hat mit dem Unfall. Ich musste ins Krankenhaus, ich bin operiert worden am Daumen, ich habe mir da die Bänder gerissen und dann das jetzt noch und Ding und was wird noch alles kommen. Die war über den Sonntag gelegen, Domian, und das heißt, die nimmt nur 3 mit. Also das, glaube ich, überstehe ich dann nicht. Wie verlebst du, wie verbringst du jetzt die Nächte? Findest du überhaupt etwas Schlaf? Ja, aber erst in der Früh, also ziemlich, gestern war es 5:30. Und wann musst du wieder arbeiten?
Ja, jetzt bin ich zurzeit krankgeschrieben. Du bist jetzt krankgeschrieben, ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du eine Freundin hast, mit der du schon so reden kannst. Du hast aber den Eindruck, dass du ihr nicht zu sehr die Ohren voll weinen möchtest. Ja. Ich hab ja immer die Auffassung, Rita, dass man in solchen schlimmen Situationen und solchen schlimmen Zeiten, da kann man ruhig den besten Freunden die Ohren auch immer voll weinen. Ich glaube, dass man das kann in einer guten Freundschaft. Ja, die hat eben gestern auch angerufen und sagt zu mir, du sag mal, du rührst dich überhaupt nicht mehr, man hört nichts mehr von dir. Was ist mit dir überhaupt los? Ja, und so ist natürlich das Geplärre losgegangen. Mhm. Ja, sie sitzt jetzt auch bei mir da, die ist heute sofort vorbeigekommen. Mhm. Ja, siehst du mal, guck mal, du hast dich zurückgezogen. Ich glaube, das ist kein richtiges Verhalten, sich dann so einzuigeln und abzukapseln. Weil du drehst dich ja völlig im Kreis mit deinen Gefühlen und deiner Trauer und deinem Schmerz. Hm. Wenn du eine Freundin hast, sei froh, dass du sie hast und lebe dich bei ihr auch aus und weine und sei ganz normal, wie du bist. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo es so frisch ist. Letztendlich kann dir keiner helfen dabei. Es kann nur jemand in deiner Umgebung da sein, der dir so ein bisschen hilft. Oder dich ein bisschen unterstützt. Regelrecht helfen kann man dir nicht. Ja, das ist alles total, also schlimm. Also, Es ist immer so schlimm, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und da gibt es eigentlich gar keinen Trost. Es ist grauenhaft, er ist weg. Ich meine, es war ja schon mal so, dass sie 4-5 Wochen nicht da war, weil sie eben mit der Arbeit nicht konnte, weil sie eben viel mit dem Auto unterwegs war. Aber ich weiß jetzt, sie kommt immer wieder und sie wird nie mehr für mich da sein können und ich nicht für sie mehr. Das ist fürchterlich. Wie kam das denn überhaupt, dass ihr beiden so eine enge Beziehung aufgebaut habt? Ja, weil sie eben auch Probleme hatte und sie dann auch zu mir gekommen ist und sie wusste, wenn was hier im Haus bei mir gesprochen wird, naja, das geht jetzt aus den vier Wänden raus. Und wie viele Jahre seid ihr schon so eng befreundet gewesen? Ja, das muss ich so eigentlich von Anfang an, von klein her. Von klein her? Spazieren und war damals viel bei meiner Schwester in der Kindheit auch und Dinge, ich habe die richtig verhätschelt und vertätschelt. Mhm. Hat sie denn einen Freund gehabt? Ja. Hat sie. Ja, hast du mit dem Kontakt auch gehabt oder jetzt ja, auch? Ja, ich habe jetzt auch noch Kontakt. Der kommt ja alle Wochen runter, weil er was ich glaube, auch so schwer nimmt und Dinge. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ansprechpartner für dich, Rita, weil ihr beide habt wahrscheinlich den größten Schmerz zu ertragen. Und wenn ihr beide euch austauschen könnt, tut dir das und tut das dem Freund mit Sicherheit auch gut. Ja. Wie ist denn das? Warst du jetzt nach der Beerdigung auch schon mal auf dem Friedhof? Ja, ich war oben, aber Domian, das ist so schlimm, wenn ich da vor dem Grab stehe das ist. Ich bin dann davongelaufen, ne, weil es geht einfach nie. Nee, der macht das im Moment auch noch nicht. Wenn dir das so ans Herz geht, dann lass das sein. Es gibt Leute, denen das gut tut, einen Besuch abzuhalten und vielleicht zu reden oder in Gedanken zu reden mit dem Verstorbenen. Ja, ich rede hier zu Hause also ziemlich viel mit ihr und irgendwo aber aufs Grab, ich kann jetzt vorläufig nicht da hochgehen, weil dann mach es auch nicht. Du hast heute, habe ich das gerade richtig verstanden, dass du heute Besuch von deiner Freundin hast? Ja. Das heißt, du bist nicht alleine? Ich bin jetzt nicht alleine. Ich möchte auch gerne, dass du mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte redest. Ja. Ja, machen wir das jetzt? Ja. Du kennst das Verfahren, du legst auf und mein Psychologe, das ist der Ferdinand, heute Nacht, ruft dich an. Ja. Und ich wünsche dir einfach nur ganz viel Kraft, ganz, ganz viel Kraft, Rita, für die nächsten Wochen und Monate. Ja. Das wird noch Wochen und Monate dauern, ehe du... Ja, das dauert die Jahre. Ich bin ja mit meiner Schwester, die ist jetzt 99, im Juli verstorben. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen drüber weg. Es wird leichter, aber ganz vergessen kann man den Menschen nicht in was. Natürlich nicht. Leg bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, danke. Auf Wiederhören, Rita. Schön, dass es deine Sendung gibt. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. In der Technik heute Nacht Markus Liebetanz und Michael Wiesmann.
Und morgen haben wir ein Thema, das habe ich gerade schon angekündigt. Morgen heißt unser Thema Gerüche. Ich möchte mich mit euch rundherum über Gerüche unterhalten. Was war das Schrecklichste, was ihr bisher gerochen habt? In welchem Zusammenhang? Und was war das Schönste, was ihr bisher gerochen habt? Und, auch interessanter Aspekt, welche Gerüche machen euch in Sachen Erotik sehr an? Also morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da, hier im Radio bei 1 Live. Und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine sehr schöne gute Nacht. Bis morgen. Ciao.